Und deshalb denken wir heute gleich ganz radikal. Warum eigentlich nur den Job wechseln? Warum nicht gleich das ganze Leben verändern? Wird die Arbeit dann mehr wert, also für mich, aber auch ganz einfach für mein Portemonnaie? Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Guten Abend. Denn fair oder gerecht fühlt sich Ihr Job für viele gerade nicht an. Trotz Vollzeitjob reicht das Geld oft nicht. Was ist meine Arbeit noch wert? Fragen wir deshalb heute in diesem Marktspezial und gehen Sie mit uns heute Abend den Weg, bei dem wir direkt eine Grenze durchbrechen. Wer zum Beispiel als Pflegekraft über diese Brücke nach Luxemburg fährt, der verdient schon mehr. Also sofort, wirklich, wenn Sie rüber sind, Sie machen denselben Job. Wir haben Leute getroffen, die ihren alten Job in ein neues Land mitgenommen haben. Schweiz, Luxemburg. Ist die Arbeitswelt dann wirklich so eine andere? Freitag geht's ja schon wieder rund. Wir sind ja in einem echten Streikfrühling. Angesichts der steigenden Lebenskosten wollen viele einfach mehr Geld. Die Gewerkschaften haben Deutschland fest im Griff und fordern eine echte Lohnsteigerung. Das ist allerdings etwas, von dem alle, wie er hier zum Beispiel bei den Lieferdiensten, ohne Tarifvertrag nur träumen können. Dann arbeiten Sie pro Woche ungefähr eine Stunde mehr. Und Sie verdienen trotzdem auch noch 11% weniger als Beschäftigte vergleichbare Betriebe mit Tarifbindung. Das zeigt heute noch eine veröffentlichte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und von alleine zahlen die Firmen allerdings auch nicht so schnell mehr. Nachvollziehbar, dass Streiken im Trend liegt. Aber vielleicht kommt bald von anderer Seite so ein bisschen Bewegung rein in dieses Problem. Druck kann ja nicht nur durch Streik entstehen, sondern auch durch Aufträge an die Firmen selber. Also hat Bundesarbeitsminister Heil vor kurzem angekündigt, der Bund soll in Zukunft nur noch Aufträge an Firmen vergeben, die nach Tarif bezahlen. Quasi so ein bisschen mit dem guten Beispiel vorangehen. Und das soll im Sommer auf den Weg gebracht werden. Wenn Sie jetzt gerade unsere Marktspezialsendung gucken und dabei immer denken, wie viel ist meine Arbeit eigentlich wert? Wo würden Sie sich einordnen? Also so ganz konkret mit dem, was Sie verdienen im Schnitt. Hier oder eher hier auf der Schere zwischen Arm und Reich? Das machen Sie ja jetzt, ohne dass das jemand hört, weil gerade bei uns in Deutschland, da redet man einfach nicht gerne über das Gehalt. Wir haben es trotzdem versucht. Und was jetzt, wenn die Unzufriedenheit mit dem Job so groß ist, dass die beste Bezahlung, Wertschätzung und der größte Streik nicht helfen? Dann muss vielleicht einfach mal alles weg. Ab auf die Insel. Anderes Land, andere Leute, andere Arbeit, andere Sprache. So wie hier auf Madeira. Die Blumeninsel ist mittlerweile richtig bekannt dafür, dass sie Leute anlocken will, die auch online arbeiten können. Die einen vielleicht nur für eine Woche, andere für Monate oder aber so wie Fabian 1, vielleicht auch für immer. Erkennen Sie sich da wieder? Also so ein bisschen in der Einstellung dann? Ab nach Madeira, WDR und uns können Sie ja dann auch online gucken. Und die Wäsche auf der Leine trocknen, das geht natürlich auf Madeira auch viel, viel einfacher als bei unserem kühlen Aprilwetter. Überhaupt sind die hohen Energiekosten ja immer noch ein Thema. Vor allem bei den Stromkosten geht's ins Geld. Es gibt immer noch Energieversorger, die auch jetzt noch in diesen Wochen Preiserhöhungen verschicken. Und das sollten Sie nicht einfach hinnehmen. Günstig fährt nämlich gerade, wer sich nicht lange an feste Tarife bindet, sondern Strom über Anbieter bezieht, die sich ausschließlich am Börsenpreis orientieren. Das gibt's und so geht's. Dem hier hoch im WDR auf 30, 40 Grad. Es ist Waschtag. Yvonne Willix schmeißt jetzt für Sie die Buntwäsche an. Und die Frage ist, mit welchem Waschmittel? Unglaubliche 8 Kilogramm pro Jahr verbrauchen wir alle. Muss das wirklich sein oder verpulvern wir da auch eine Menge? All das jetzt im Haushaltscheck. Wir wünschen vom ganzen Team saubere Unterhaltung.